In diesem Video möchte ich Ihnen einmal die Oberfläche der neuen PDF Toolbox 11 etwas näher bringen. Wir haben ganz links hier am Rand den Öffnen-Befehl, den wir direkt ansteuern können, um PDFs zu öffnen. Wir haben zuletzt verwendete Dateien, welche ich links oben hier direkt auswählen kann, direkte Speichern und Wiederherstellen einer Korrektur oder eines Profils, das man angewandt hat oder eines Prozessplans. Das habe ich lange vermisst und bin froh, dass man es hier direkt ansteuern kann. Wir haben die Lesezeichen, Ebenen und eingebettete Dateien, welche man bei einem PDF hier auch in der Ansicht hervorholen kann. Ganz unten direkt ansteuerbar das Switchboard und die einzelnen Profile, Prüfungen und Korrekturen. Ich möchte nun anhand eines von mir definierten Prozessplans einmal zeigen, was sich noch an der Oberfläche verändert hat, nämlich hier die Darstellung, um Prozesspläne zu gestalten. Ich kann Prozesspläne in Prozesspläne hineinlegen und ich kann weiter Korrekturen, Aktionen, Prüfungen und so weiter, Quickchecks, alles per Drag and Drop nun hier hineinziehen. Ich möchte das mal zeigen. Ich ziehe hier eine Korrektur hinein. Ich kann diese dann einfach irgendwo platzieren und dann neu hier hinzufügen und einen nächsten Schritt dann weiter so verknüpfen. Also früher musste ich in den alten Prozessplänen etwas einfügen, das kam zuunterst hin und dann mit nach oben, nach oben, nach oben das Ganze in den bestehenden Prozessplan integrieren. Da freue ich mich nun, so intuitiv neue Prozesspläne für Workflows zu bauen. Das ist für mich eine der besten Neuerungen in PDF Toolbox 11.